Ja, herzlich willkommen auf diesem Kanal, wo ich an einem anderen Ort bin und hier mal aus technischen Gründen auch ein Video aufnehmen möchte, um zu sehen, wie das hier so funktioniert. Und da ich sowas nicht gerne verschwende, dachte ich, ich werde mal eine Idee umsetzen, die ich schon seit langem verfolge oder seit längerem, dass ich eben den Leuten, die meinen Kanälen folgen, mal ein paar Webseiten zeige, die ich selber gut und interessant finde und wo ich denke, es lohnt sich mal darauf zu schauen. Ja, die meisten von euch werden ja meine normale Seite gisu.de kennen. Die ist ja schon seit über 10 Jahren online. Und es ist gut möglich, dass diese Seite Ende diesen Jahres vom Netz genommen werden muss. Ich muss da eine andere Lösung finden. Daran arbeiten wir noch. Steht noch nicht ganz raus und auf dieser Seite, da will ich jetzt nicht so in die Einzelheiten gehen, aber hier gibt es halt verschiedene Reiter unter anderem, wo man eben hier beispielsweise unter Astrologie kann man hier eben verschiedene Themen sich angucken. Sogar die Buddha-Lehre ist hier mit den Artikeln dabei, verschiedene Dinge. Hier findet man unter anderem auch die Tierkreisgrade, aufgegliedert nach den 12 Zeichen. So, und wenn man im Wassermann geht, hat man hier alle 30 Grade. Wenn wir beispielsweise 18 Grad Wassermann gehen, dann kriegt man hier Informationen dazu. Genau, die Seite kennt ja jeder. Und die zweite Seite, mit der ich zu tun habe oder zu tun hatte, vor allem muss man sagen, ist Sternzeichen.net. Die Seite wird aus bestimmten technischen Gründen nicht mehr aktualisiert. Ihr seht hier Mondkalender 2019, also schon ein bisschen veraltet alles. Aber auf dieser Seite finden sich hinter diesen Reitern wirklich viele, viele Informationen, die ich damals in sehr viel Arbeit und Mühe zusammengetragen habe, aus eigenem Fundus und auch so im was ich so gefunden habe, wenn wir hier zum Beispiel unter Tierkreiszeichen auf den Wassermann gehen, dann seht ihr hier, was hier für viele Möglichkeiten sind, sich hier Informationen zu holen. Nicht? Also, was weiß ich. Monatshoroskop, Jahreshoroskop 2016 ist natürlich überaltet, aber hier zum Beispiel unter Liebeshoroskop, Wassermann. Was man um die Liebe und so weiter und so weiter. Und die meisten Texte dazu sind von mir. Und hier findet ihr auch verschiedene Dinge, chinesisches Horoskop zum Beispiel. Hier noch unter Astrologie verschiedene Informationen zu bestimmten Dingen. Ja, hier zum Beispiel unter Horoskopinterpretation, Astrologieschulen. Das ist alles keine Vollständigkeit, Fotos auch von mir. Nicht? Philosophie, revidierte Klassik, so eine kurze Übersicht mal mit Döberrainer, Huber Schule, Hamburger Schule, Ebertin, Michael Roscher. Genau. Was aber viele, glaube ich, immer noch nicht wissen, ist, dass ich auch schon seit sehr vielen Jahren einen Blog habe. Der lautet hier Astrobums Weblog. Die Adresse ist astrobum.wordpress.com. Und weil ich hier nur ein Gratis-Abo habe, habe ich ein bisschen eingeschränkte Möglichkeiten. Vielleicht verändert sich das nochmal. Und falls ihr das nicht wisst, die meisten wissen das natürlich, so eine Blogseite ist ja so aufgebaut, dass sie quasi wie so eine Zeitung, die man immer weiterblättert, wo man hier eben hochscrollt, eben immer die neuesten von mir eingestellten Dinge hat, nicht? Also zuletzt hatte ich hier das Video auf YouTube, Monatshoroskop Februar eingestellt, dann kommt das Monatshoroskop März in schriftlicher Form. Natürlich viel Text hier auch. So, zack, zack, zack. Ne, dann kommt Schibra-Sag, der Mondkalender und so kann man dann, was weiß ich, runterscrollen und verschiedene Dinge. Und hier sind auch rechts diesmal so Reiter und da kann man dann eben unter verschiedenen Themen so nachgucken. Ne, zum Beispiel hier findet man hier auch die Tierkreisgrade, die sind noch nicht ganz eingetragen von mir. Hier muss man allerdings so runterscrollen, dann, bis man dann dahin kommt. Ne?
Also oder verschiedene andere Dinge hier links zum Beispiel, wird noch alles, soll noch ausgebaut werden, hier meine Webseite und hier auch buddhadhammaindex.de, die Seite von meinem Freund Rainer Gebers. Wobei, das ist jetzt schon so weit, wenn man hier auf die Seite geht, dann kommt man hier auf diese Seite von meinem Bruder gestaltet, wo es eben darum geht, verschiedene Themen, Begrifflichkeiten im sogenannten Dhamma-Index zusammenzufassen. Das ist eher was für Fachleute. Nicht? Wenn wir hier mal auf den Dhamma-Index gehen, dann sehen wir hier verschiedenste Dinge, Abkürzungen. Also ihr seht schon, das ist hier mehr so ne? In Pali zum Beispiel. Na, da kann man, können wir mal reinspringen. Gehen wir mal auf N. Da hat man verschiedene Pali-Begriffe aus der Lehre des Buddha, Naga-Elefant, Naga-Schlange, Nama, Nama-Rupa. Das sind alles Themen, wo man tief einsteigen kann. Aber es finden sich auch Dhamma-Texte. Zum Beispiel hier haben wir jetzt schon einige Texte von Herrn Gebers geschrieben, nicht nur, aber die meisten, wo man eben dann auch mal reingehen kann. Und dann hat man hier so einen Text, den kann man sich auch runterladen, ganz normal. Und kann da eben auch bestimmte Texte aus der Buddha-Lehre studieren. Ja, und wo ich schon gesagt habe, mein Bruder hat das fertiggestellt, hat er seine Seite nicht hier angegeben, aber ist kein Problem, kenne ich auswendig. Gucken wir doch nochmal auf die, zum Abschluss auf die Seite von meinem Bruder. Diese lautet sonne11.de. Und auf dieser Seite findet ihr so die Dinge, die er so hergestellt hat. Dort sollen dann auch bald mal alle meine Bücher abgebildet werden, wo er ja auch die Umschlagbilder gemacht hat und den Buchsatz, weil viele von euch spielen vielleicht auch mit der Idee, vielleicht mal ein Buch zu veröffentlichen, wissen nicht genau, wie das geht oder brauchen hier bei der Gestaltung Hilfe. Da kann er helfen. Und hier findet man natürlich dann auch jedes Jahr den Mondkalender als Poster, als Postkarten und auch dieses schöne Tierkreiszeichen-Poster, was echt im Rahmen, im Zimmer echt gut aussieht. Gerade wenn man immer mal wieder mit der Astrologie in Berührung gekommen ist und immer mal wieder so ein paar Stichworte sucht, wie ah, Skorpion, wann ist das noch genau? Ah, hier, 24. Oktober, 22. November, ändert sich manchmal von Jahr zu Jahr, Schaltjahr, aber bleibt ungefähr in dem Bereich und zugeordnete Planeten und so weiter. Oder eben auch seine Buddha-Karten, die man hier bestellen kann. Und auch andere Dinge, Kunstbilder, alles mögliche Sachen. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr Lust dazu habt. Soweit meine kurze Vorstellung mal zu ein paar Webseiten. Hoffe, das war für euch interessant. Nächste Woche bin ich ja nicht da. Vielleicht mache ich von hier mal ein Video, wenn ich Lust habe. Sonst Montag, 20. wieder Tageshoroskop. Bis dahin oder vorher. Alles Liebe und Tschüss.